nächste Anlagetechnik richtet sich ums Knie. Durch das Anbringen des Kinesiotapes wird die Patella entlastet und der Druck auf die Patella gemindert. Dazu brauche ich als erstes wieder abmessen, grob. Dann wird hier auf der Seite auch wieder ungefähr so 10 cm halbiert. Die Enden werden wieder abgerundet. Ungefähr 3 Finger oberhalb der Kniescheibe reiße ich jetzt hier ein. Drücke hier kräftig dran. Jetzt wird der eine Zügel mit Zug Richtung Hüfte hier fixieren und ohne Druck weiter ankleben. Die andere Seite hier fixieren mit leichtem Zug um die Patella herum. Auslaufen lassen, andrücken. Das ist die Anlage von oben. Jetzt machen wir das gleiche von unten. Wieder grob abmessen. Wenn man unterhalb des Knies kommt man hier auf eine knöcherne Erhebung. Das ist die Tuberositas tibiae, so nennt sich die. Da bringe ich meine Basis an, fixiere und jetzt mit Zug nach unten festmachen. Ohne Zug auslaufen lassen, ankleben. Jetzt die beiden Zügel wieder rechts und links. Zweite bzw. dritte, der geht hier quer rüber. Ich tue auch leicht wieder abmessen. Mitte halbieren. Auf der Tuberositas tibiae. Tibie rechts und links, ohne Zug jetzt auslaufen lassen, auslaufen lassen. Jetzt noch eine rechts und eine links um die Kniescheibe herum, nochmal leicht abmessen wieder, abrund. Ich nehme dann gleich den zweiten noch hinzu, damit ich den schon habe. Leichter Zug hier fixieren. Einmal hier rum, einmal darum. Und das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt sieht man hier wieder schön, wie sich hier an der Kniescheibe die Haut hier schon hier ein bisschen hier Falten gibt. Das heißt, kann man schon allein durch die Anlagetechnik sehen, dass durch die Haut, die wird so angehoben, dass da schon der Druck von der Kniescheibe weg ist, sodass die Belastung für die Kniescheibe in der Bewegung nicht mehr so groß ist. Musik.